Shorts, Shorts, mach doch mal bitte ein Video zu Shorts. Oh, okay, dann machen wir ein Video zum Thema Shorts. Euer Costey und ich begrüße euch zu einem neuen Video. So, viele von euch haben es sich gewünscht und dem wollte ich natürlich nachkommen, ein Video zu dem Thema Shorts bzw. kurze Hosen. Und ich denke, wetterbedingt ist es tatsächlich an der Zeit, jetzt mal über das Thema zu sprechen. Und da habe ich natürlich für euch die besten kurzen Hosen rausgesucht. Findet ihr alle unten in der Infobox verlinkt. Das Geile daran ist, der Großteil dieser Shorts kostet weniger als 50 Euro. Also ich denke, für jeden Geldbeutel was dabei. Und bevor wir zu den Shorts kommen, sollten wir natürlich noch über das Wichtigste sprechen, und zwar, wie stylt man kurze Shorts und was sind absolute No-Gos und worauf sollte man achten etc. Das Wichtigste bei kurzen Hosen ist meiner Meinung nach die richtige Länge. Kurze Hosen sollten nie zu kurz sein und auch nie zu lang sein, und ich erkläre euch auch warum. Zu kurz sieht in den meisten Fällen einfach super unmännlich aus und sieht einfach nicht cool aus, also es sieht einfach nicht passend aus. Mit einer zu kurzen Shorts könntest du jetzt beispielsweise niemals ins Büro gehen und irgendwie ernst genommen werden. Und mit einer zu langen Shorts schadet man sich einfach nur selber, weil ihr seht das hier eingeblendet. Dadurch wirken einfach die Körperproportionen super komisch, weil wenn die Shorts viel zu lang ist, also weit über das Knie geht, wirkt das Schienbein einfach super kurz und dadurch passen einfach die ganzen Körperproportionen nicht. Also auch wenn ihr längere Beine habt, wenn die Shorts einfach zu lang sind, wirken die Beine sehr komisch und es wirkt unästhetisch. Die richtige Länge bei einer Shorts sollte so sein, kurz über der Kniescheibe bis zur Kniescheibe ungefähr. So in dem Rahmen hat man einfach ein bisschen Spiel. Das sieht alles ganz cool aus, sieht passend aus. Muss man natürlich für sich selber entscheiden, was man dann am optimalsten findet. Ich finde immer, wenn es so leicht über dem Knie aufhört, finde ich eigentlich für mich perfekt. Das ist so die Länge, die ich am besten finde. Aber da muss natürlich jeder gucken. Aber definitiv zu kurz und zu lang sollten Shorts niemals sein, weil das einfach nicht cool aussieht. Dann ist natürlich noch ein wichtiger Aspekt das Styling von Shorts. Ich weiß, dass viele Männer so ein bisschen Angst davor haben, Shorts zu stylen bzw. Shorts anzuziehen, weil sie denken, es sieht nicht cool aus. Aber wenn ihr dieses Video hier gesehen habt, seid ihr danach, denke ich mal, entspannter drauf und wisst einfach, worauf es ankommt. Gerade beim Thema Socken kann man relativ viel verkehrt machen, wie ich finde. Bei Socken sollte man darauf achten, dass man die richtige Sockenwahl trifft. Also bei beispielsweise schickeren Shorts, wenn ihr jetzt so Richtung Anzugshosen-Shorts oder Chino-Shorts geht, dann würde ich darauf achten, dass ich die bestenfalls mit Sandalen style, was eigentlich immer am coolsten aussieht. Und gerade wenn es so Richtung Streetwear etc. geht, also so Sweatshorts, Cargo-Pants oder so, da finde ich, ist eine weiße Tennissocke eigentlich immer ein sehr cooles Accessoire, was den ganzen Look immer ganz ordentlich aussehen lässt. Und das sind so grob gesagt die Sachen, aber da werden wir gleich noch mal im Detail drauf eingehen. An dieser Stelle würde es mich wie immer sehr freuen, wenn ihr den Kanal supportet. Lasst gerne ein Like da und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Sind für euch nur zwei Klicks, aber unterstützt meinen Kanal ungemein und es würde mich natürlich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. Dann würde ich sagen, sprechen wir über die erste Shortart, und das sind, wie schon gerade erwähnt, die Chino-Anzugshosen-Shorts. Und das sind Kurzhosen, die so wirklich in den Casual-schicken Bereich gehen. Alle Leute, die sich gerne so kleiden, für die ist das unumgänglich. Und sowas trage ich im Sommer auch sehr gerne, wenn es warm ist. Das hier ist jetzt beispielsweise ein sehr gutes, klassisches Beispiel. Solche Shorts sollte man definitiv in seinem Kleiderschrank haben. Kann man immer super gut mit einem Hemd kombinieren. Wenn es komplett simpel mit einem weißen Hemd ist und ein paar Sandalen, sieht das schon sehr cool aus. Ihr braucht nicht mehr, der Look ist schon komplett fertig. Da habe ich ein paar sehr coole für euch rausgesucht, ob es jetzt bei ASOS oder bei H&M oder bei Kos ist. Alle haben eigentlich sehr coole Shorts. Achtet da nur drauf, dass die Shorts, die Hosenbeinöffnung nicht zu eng ist. Aber ich habe eigentlich schon die richtigen für euch rausgesucht, wo das nicht der Fall ist. Weil ich finde, die Hosenbeinöffnung sollte mal ein bisschen weiter sein, nicht zu eng sitzen. Weil gerade wenn man sich auch irgendwie hinsetzt und die kurze Hose so am Bein klebt, ich finde, es sieht einfach nicht so schön aus. Und ich denke, die meisten von euch werden das auch nicht so cool finden. Deswegen darauf würde ich dann auch noch achten. Aber wie gesagt, die Shorts, die ich für euch rausgesucht habe, sind eigentlich unten alle so ein bisschen weiter, sodass es cool aussieht. So, für die Leute, die gerne Streetstyle tragen, für euch auf jeden Fall dickste Empfehlung die Cargo Shorts. Ich denke, die Leute, die Streetwear tragen, haben schon eine Cargo Shorts. Falls nicht, legt euch auf jeden Fall eine zu. Cargo Shorts sieht definitiv sehr lässig aus und ich finde, gerade im Streetstyle mit Sneakern und einem Oversize T-Shirt ist es fast unschlagbar. Und deswegen Cargo Shorts würde ich definitiv empfehlen. Auch hier gibt es bei H&M wirklich sehr coole, oder bei ASOS gibt es schlichte, die aber völlig ausreichend sind und cool sind, weil ich habe auch mal teurere gekauft und im Grunde genommen nehmen die sich nicht viel. Deswegen, da würde ich wirklich sagen, ASOS oder H&M ist völlig ausreichend und ihr habt eine coole Shorts. Ich persönlich bevorzuge entweder schwarz oder dieses Khaki. Das sind eigentlich ganz coole Farben so für den Sommer, aber muss natürlich jeder selber entscheiden, welche Farbe er gerne mag. Es gibt auch Cargo-Shorts, die so ein bisschen aus feinerem Stoff sind,
Auch das geht klar, kann man auch mit einem Hemd gut kombinieren, aber ich sehe Cargos tatsächlich eher in der Richtung Streetwear und hier würde ich darauf achten, dass wenn ich die style mit Sneakern, also ich finde Air Force One ist so mit der passendste Sneaker für Cargo Shorts, dazu finde ich Tennissocken ganz cool oder man kann es natürlich auch mit Invisible Socks, also unsichtbaren Socken ganz gut tragen. Ein Ding, wovon ich unbedingt abraten will, ist diese komischen Ankle Socks, also das sind die Socken, die so bis knapp unter den Knöchel gehen, die dann beim Schuh aber noch so oben rausgucken. Die Socken haben eigentlich gar keine Daseinsberechtigung, weil die jedes Outfit irgendwie mal kaputt machen, so wenn ich das bei Leuten sehe. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur mein persönlicher Geschmack, dass mir das immer so ins Auge sticht, aber ich finde, beim Thema Socken kann man auch sehr viel verkehrt machen, also auch bei feineren Looks, bei diesen Casual-Anzugshosen würde ich nicht Tennissocken tragen, weil das einfach nicht zusammenpasst. Da dann entweder bei Sneakern Invisible Socks oder halt gar keine Socken. Und beim Thema Streetwear, wenn man jetzt Cargo Shorts trägt, dann auf jeden Fall Tennissocken oder halt Invisible Socks. Da geht das definitiv klar. Eine andere Hosenart für die Leute, die Streetwear gerne mögen oder es sehr sportlich mögen, sind auf jeden Fall die Sweatshorts. Auch das ein persönlicher Favorite von mir, trage ich wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren und ich finde gerade im Sommer, wenn man jetzt ein simples Oversize-T-Shirt trägt und diese Sweatshorts und dazu noch ein cooles Paar Sneaker, ist das auch schon ein lässiger Look und man braucht eigentlich gar nicht viel mehr. Und auch den Look definitiv zu empfehlen mit Tennissocken, finde das sieht immer sehr gut aus. Ein Tipp, den ich auch noch geben möchte bei den Tennissocken, ich trage in der Regel immer die von Nike, sind so die Tennissocken, mit denen ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht habe, also von der Qualität und vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Macht ihr da definitiv nichts verkehrt, kosten glaube ich im Dreierpack 15 Euro, packe ich euch auf jeden Fall auch unten in die Infobox. Und da möchte ich noch einen Tipp geben und zwar, wenn ihr jetzt beispielsweise Größe 43 tragt, dann würde ich nicht die Socken nehmen, die Größe 43 bis 46 sind, sondern eher die, die 38 bis 42 sind, weil das Problem bei den 43 bis 46ern sind einfach, dass die übertrieben lang sind und ihr kennt das sicherlich, wenn ihr mal so Leute seht, die ihre Tennissocken fast bis zum Knie hochziehen, es sieht einfach nicht cool aus und deswegen geht da wirklich eine Nummer runter, dann sind die auch nur ein bisschen was über dem Knöchel, so wie es eigentlich aussehen soll, so wie es cool aussieht. Und dann seid ihr da auf jeden Fall richtig bedient, weil mit diesen zu langen Socken, wenn man diese hochzieht oder dann so runterfalten muss, so runterstulpen muss, es sieht einfach nicht cool aus und deswegen definitiv eine Nummer runtergehen, damit ihr da die Tennissocken in der richtigen Länge habt. Und zum Thema Sweatshorts noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Heute ist unsere neue Fourage-Kollektion, also von meiner Eigenmarke, die ist online gegangen und da sind auch zwei Sweatshorts dabei. Ich blende euch die mal eben ein. Für mich persönlich ist das die perfekte Shorts, weil sie einfach vom Schnitt super geil ist und vom Material super geil ist. Ist eine Baumwollshorts, aber die ist von innen mit French Terry Material, sprich die ist einfach so ein bisschen leichter, ein bisschen luftiger, ist nicht dieses Brushed Fleece von innen, also die so extrem warm ist und sich so dick anfühlt, sondern es ist einfach French Terry, was für den Sommer auf jeden Fall geiler ist. Und das Wichtigste bei dieser Shorts ist einfach der Schnitt. Ihr seht das, die hat unten ein relativ breites Hosenbein und die ist im Schritt so ein bisschen tiefer und dadurch sitzt die einfach viel, viel lässiger. Also das ist die perfekte Hose für mich, wenn ich sie mit einem Oversize-T-Shirt tragen will, weil die einfach lässig sitzt. Kurze Hosen, die so ein schlauchartiges, langes Bein haben, finde ich einfach nicht cool. Gerade bei Sweatshorts sieht das absolut nicht gut aus. Und deswegen liebe ich einfach unseren Fit, der schön lässig geschnitten ist. Ihr seht das in dem Bild. Da auf jeden Fall noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Checkt das gerne ab. Auch der Rest der Kollektion ist heute online gegangen. Deswegen schaut gerne vorbei. Habe ich natürlich auch unten für euch verlinkt. So, kommen wir noch zum Thema Jeans-Shorts. Ich persönlich trage, ich glaube, seit 2 Jahren gar keine Jeans-Shorts mehr. Irgendwie feiere ich das nicht mehr so. Ich trage es einfach nicht gerne. Aber auch da würde ich wirklich darauf achten, dass die Shorts einfach unten, die Hosenbeinöffnung, dass die nicht zu eng ist, also nicht diese skinny Jeans-Shorts, weil ich finde, das sieht einfach nicht cool aus. Die Öffnung sollte einfach ein bisschen weiter sein. Ich habe hier eine sehr coole von Weekday für euch rausgesucht. Ich finde gerade diese blaue Waschung für den Sommer eigentlich perfekt mit einem weißen Basic-T-Shirt und ein paar weißen Sneakern. Sieht das in der Regel schon ganz cool aus. Also die empfehle ich definitiv. Gibt es dann noch in anderen Farben, aber ich habe auch da noch ein, zwei von Levi's rausgesucht, die ich gerne getragen habe. Habe ich euch natürlich unten in die Infobox gepackt. So, und dann kommen wir noch zur letzten Hosenart und das sind Leinen-Shorts. Leinen, absolut geiles Material. Einfach die Empfehlung für den Sommer. Weil Leinen ist ein sehr luftiges, sehr leichtes Material, dadurch auch sehr atmungsaktiv und deswegen einfach nur eine Empfehlung für den Sommer. Ob es jetzt Leinenhemden sind, Leinen-Shorts sind, also es ist wirklich fast das beste Material, was man über den Sommer einfach tragen kann. Deswegen Leinen-Shorts
gerade für die Leute, oder ich würde sagen auch nur für die Leute, die es so casual schick mögen, ist das eigentlich genau die richtige Shorts, weil das kann man immer sehr gut mit einem Hemd kombinieren, wenn man jetzt irgendwie Sandalen dazu trägt, finde ich, ist das eigentlich schon der perfekte Look. Und auch da findet ihr bei H&M günstig, für 20 Euro ist da nicht komplett Leinen, aber ist ein Leinenmix beispielsweise, findet ihr dann günstige Shorts, die cool sind, die gibt es in vielen verschiedenen Farben. Und wie gesagt, gerade für die Leute, die es so ein bisschen schicker mögen, für die Leinen eine absolute Empfehlung. So, das war es auch von mir. Falls euch meine Empfehlungen gefallen haben, lasst sehr gerne ein Like da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns hier wiedersehen. Genießt das Wetter und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.